Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von Rauchis Reisen. Wir sind heute zum zweiten Mal auf dieser Kreuzfahrt in Teneriffa und es steht ein eher langweiliger Strandtag bevor. Wo ist eigentlich Dani? Wie findet er den Strandtag? Hola chica, vamos Playa Teresitas! Bevor es aber an dem bekannten Strand Playa de las Teresitas ging, noch ein herrliches Anlegen beim Frühstück. Wir sind auf dem Weg zu unserem Strandtag in Teneriffa, Playa de Teresitas. Dorthin geht's jetzt und wir haben das über TUI Cruises gebucht. Man könnte natürlich dorthin auch auf eigene Faust. Aber es gibt da eine Sonnenliege, einen Sonnenschirm und ein Getränk inklusive mit dabei. Somit haben wir gedacht, wir buchen das über die Reederei. So, bin ich froh, dass wir reservierte Liegen haben. Vamos a la playa. So, ein herrlicher Strand hier, Las Teresitas. Und es gibt doch nichts Schöneres als ein Strand mit toller Sicht auf die Öltanker vor Teneriffa. Die Unterschiede bei Ursi und mir sieht man am Strand bei der Wahl der Kleider. Nach dem gebuchten Ausflug am Vormittag am Strande von Teneriffa ging es dann am Nachmittag auf eigene Faust los für eine kleine Stadtbesichtigung in Santa Cruz. Me está sonando más que solo palabras y si no las cumples se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Vamos un, dos, tres, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven. Sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor. Todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan. Thank you.
inzwischen wieder auf der Mein Schiff 1 und wir waren auch beim Abendessen heute im Gucci Mare. Das gehörte bei mir zum Gourmet Plus Paket und hier einige Impressionen davon. Das war wirklich hervorragend, besonders die Pizza. Es gibt ja Redner, die sagen, sie hätten die beste Pizza auf See. Das war's heute. Ich hatte selten so eine gute Pizza und ich hatte schon manche Pizzas. Also das war wirklich hervorragend. Wenn ihr mehr über dieses Getränkepaket Plus wissen möchtet, dann schaut doch das Spezialvideo. Wenn ihr es zeitnah schaut, ist es vielleicht noch nicht aufgeschaltet, aber es wird dann irgendwann aufgeschaltet sein. Also habt noch Geduld, falls es noch nicht auf dem Kanal sein sollte. So, wir sind auf dem Weg zum Ankelsmannplatz. Alles bergauf. Oh. Und ich am Schnaufen. Sollte mir irgendwie zu denken geben. Aber ja, da gibt es noch das. Ja. So, morgen sind wir in Fuerteventura, Puerto del Rosario. Auch dort wieder ein Strandtag vor uns. Und nehme ich euch gerne mit. Wir gehen kurz schlafen. Für euch wendet sich das Bild ganz kurz und der Flug geht weiter. Also bis morgen. Einen schönen guten Morgen aus Puerto del Rosario in Fuerteventura. Mal das Bild gedreht, hier der Hafen von Fuerteventura und ihr seht, ja, wettertechnisch noch Luft nach oben, aber es soll eigentlich ganz gut werden, bis zu 22 Grad. Es würde uns auch entgegenkommen, es ist am Morgen ein Strandtag angesagt bei den Dünen von Coralejo. Also das heißt, wir teilen das etwas auf mit den Dünen und dem Strand. Auf jeden Fall Sand ist angesagt an diesem Vormittag in Fuerteventura. Danach dann wieder zurück zum Schiff und dann schauen wir mal, was wir sonst noch so alles unternehmen hier auf der Insel. So, mal viel Spaß bei den Impressionen bei Coralejo. Vamos a la playa. So, jetzt sind wir hier bei den Dünen von Coralejo und jetzt haben wir, das gibt es eigentlich gar nicht auf Fuerteventura, Regen. Wir haben einen richtigen Regenschauer, nicht nur einige Tropfen, sondern ein richtiger Regen. Und das ist gerade noch ein bisschen so, das gibt es auf Fuerteventura überhaupt nicht, die Tropfen sind vorbei. Und das ist wohl jetzt etwa der schlimmste Regen von diesem Jahr. So, 5 Minuten im Supermarkt und der schwerste Sturm von Fuerteventura aller Zeiten ist vorüber. Und wir gehen oder probieren es nochmals zu den Dünen von Coralejo.
Ja, das war wirklich ein herrlicher Strand nahe bei Coralejo. Was aber auf diesen Bildern nicht so zu sehen ist, war doch der teils kräftige Wind. Und wenn man sich da gerade mit Sonnencreme eingeschmiert hat, klebte der aufgewirbelte Sand so sehr an einem, dass ich in der kürzester Zeit wie ein paniertes Schnitzel aussah. Übrigens war auf dieser Kreuzfahrt der Wind ein stetiger Begleiter auf allen Inseln. Die Kanaren sind ja bekannt für ihren Wind, aber diesmal war der Wind besonders ausgeprägt. Ursi hat auf fast allen Inseln dies visuell festgehalten. Unser Ausflug zu den Dünen von Coralejo haben wir ja über die Reederei gebucht, damit man etwas individueller unterwegs sein kann und sich so auch mehr Zeit für die Dünen und den Strand nehmen kann, würden wir beim nächsten Mal eher mit dem öffentlichen Bus bis zur Haltestelle Hotel Tres Islas fahren. An dieser Stelle wurden wir auch mit dem TUI-Bus hingebracht. Nach etwa 3,5 bis 4 Stunden ging es dann mit dem Bus wieder zurück zum Schiff. Zuerst stärkten wir uns am Buffet-Restaurant im Ankelsmann-Platz und danach gab es auf dem Pooldeck an der Eisbar noch das Dessert. An dieser Stelle auch gleich mal einen Blick in die tolle Eiskarte. Alle diese überaus leckeren Eisbecher sind im Reisepreis inkludiert und ihr könnt diese einfach bestellen. Müsst sie jedoch am Tisch essen und dürft sie nicht mit an euren Liegeplatz am Pool mitnehmen. Nach dem Dessert ging es dann nochmals raus zum Strand, welcher gerade mal 5 Gehminuten vom Schiff entfernt war. Das Schnorcheln ist da zwar nicht mit der Karibik zum Verwechseln ähnlich, aber die einen oder anderen Fische haben wir dann doch noch entdeckt. Und dann war es leider auch schon wieder mal soweit, das letzte Abendessen unserer zweiwöchigen Kanarenkreuzfahrt nochmals richtig genießen. Und dann kommen wir vor dem letzten Sail Away dieser Reise auch schon zu unserem Fazit. Ja, leider ist jetzt unsere Reisezeit hier zu Ende. Das ist eigentlich auch gut, denn sonst könnten wir nächste Woche nicht nach Malaga. Aber ein kleines Fazit noch zuerst jetzt über diese Reise, was uns gefallen hat oder was uns vielleicht ja nicht so gut gefallen hat. Ich übergebe da das Wort Ursi, Ladies first. Also hervorheben möchte ich Agadir, was ich überhaupt nicht erwartet habe, dass mir das so gut gefällt oder uns gut gefällt. Das war wirklich schön. Dann die Fahrt nach Agadir mit Windstärke 11 waren wir da unterwegs. Das war eher etwas, was nicht so toll war, obwohl wir beide nicht seekrank wurden, aber die Nacht war dann schon eher unruhig. Dann die schönste Insel für mich ist das La Palma. Die ist einfach sehr eher klein, nicht so touristisch und sehr ursprünglich. Und es gibt da sehr große Kontrastprogramme. Dieses Mal waren wir ja in so einem Urwald. Und letztes Mal waren wir bei den Kratern, also bei den Vulkanen. La Palma hat mir am besten gefallen. Gut. Ja, noch ein kleines Fazit von mir. Agadir steht auch bei mir ganz weit vorne, besonders die Einfahrt in den Hafen, das wird mir lange in Erinnerung bleiben. Und ebenfalls wie bei Ursi La Palma, der Ausflug dort mit den Pilotwahlen, die wir gesehen haben, die sehr, sehr nahe kamen. Das war ein sehr eindrückliches Erlebnis, also das werde ich wohl so schnell nicht vergessen, wenn überhaupt. Das war wirklich der Ausflug schlechthin, also wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu machen, dann kann ich den euch wirklich weiterempfehlen. Das war allerdings in La Gomera, nicht in La Palma. Das war in La Gomera, natürlich, genau. Aber La Palma hat mir auch gefallen, aber der Ausflug war in La Gomera. Danke, genau, das war so. Ja, man bringt die Insel relativ schnell durcheinander, ja, wenn man da 14 Tage unterwegs ist. Was mir jetzt weniger gut gefallen hat, jetzt vielleicht eher vom Schiff her, die Kabine, die hat doch recht geknarrt.
wie das Ursi bereits schon erwähnt hat. Das lag aber nicht nur am Seegang, oder es brauchte nur wenig Seegang, nicht mal unbedingt Orkanstärke. Ja, wir haben das eigentlich auf dem ganzen Schiff festgestellt, dass es knarrt. Und wenn man dann da natürlich in einer Kabine ist, merkt man das umso mehr, wenn es dann eben ja nicht ganz so ruhig ist, wie man sich das vielleicht erhofft. Das vielleicht als Negativpunkt, dafür einen noch positiven Punkt vom Schiff. Der Ausblick beim Ankersmannplatz außen, im Außenbereich, der ist top. Dort frühstücken, das war wirklich etwas, das uns beiden wohl sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, dann war es das mit dieser Reise. Wie schon kurz angetönt, nächste Woche geht es weiter hier auf diesem Kanal. Dann gehen wir nach Malaga für einige Tage, nicht aufs Kreuzfahrtschiff, sondern wirklich nur in die Stadt. Aber auch dort haben wir einiges vor, also abonniert diesen Kanal, sonst geht dir die Gefahr, dass ihr es verpasst. Das wäre ja schade. Also hoffen wir, dass wir euch bald wiedersehen und danken, dass ihr bis hierher durchgehalten habt und mitgeschaut habt. Einen schönen Gruß vom Atlantik Richtung Las Palmas, Gran Canaria, wo morgen die Reise endet. Tschüss!